Hallo, hier ist die Katja von Zeit für Kreatives und ich möchte euch heute was ganz Tolles vorstellen und zwar das Reliefgel von Viva Decor aus der Serie Artline. Ich selbst habe es entdeckt, als ich auf der Suche war nach einem Produkt, mit dem ich auf meinen Keilrahmen richtig grobe Steine aufbringen kann. Ich wollte die gerne einbetten. Wollte, dass man nicht sieht, wie sie festgemacht sind. Und das ist mir mit diesem Reliefgel ganz einfach gelungen. Aber nicht nur zum Einbetten von solchen großen Steinchen kann man das Gel verwenden. Ich habe es euch heute hier nochmal gezeigt oder zeige es euch hier nochmal, dass man richtig dicke Steinchen, die gibt es in jedem Dekoladen, einbetten kann. Auch diese Glassplitterchen halten bombenfest. Das funktioniert natürlich auf allen tragenden Untergründen. Die müssen nur staubfrei und fest sein. Und dann kann man sich auch wunderbare Teelichtgläschen oder Windlichter gestalten. Hier habe ich dieses Gel genommen und habe diese Perlchen gleich reingemischt. Habe sie diesmal nicht eingestreut in die feuchte Farbe, sondern wirklich gleich mit dem Spachtel gemischt und aufgetragen. Gibt natürlich einen ganz anderen Effekt, weil hier diese Perlchen richtig eingebunden sind, aber hier geht kein Perlchen ab. Die sitzen fest. Je nachdem, für was man es verwenden möchte, kann man das eben einmischen in dieses Gel und hat dann eine überzogene Schicht. Oder man streut die Gegenstände, die man reinhaben möchte, einfach ein. Das ist so unermesslich, diese Vielfalt, ob es Sand ist oder Kaffeebohnen. Da fällt Ihnen noch so viel ein, was man damit festmachen kann. Und es ist wunderbar für Collagen geeignet. Jeder, der sich im Mixed-Media-Bereich aufhält, der Collagen macht, der Sachen anbringen möchte und verbinden, ist mit diesem Gel auf einer ganz tollen, also hat ein ganz tolles Produkt an seiner Hand. Man kann es schablonieren, hat den Effekt, dass man ganz einfach auf matte Sachen glänzende Highlights setzen kann. Finde ich unheimlich raffiniert, gerade jetzt mit den Schneeflocken in Verbindung mit matten Farben oder in Verbindung auch mit diesen Kalk- bzw. Kreidefarben. Das ist so eine Kreidefarbe. Sieht das ganz toll aus. Das Gel ist, wenn es hier aus dem Behälter kommt, ist es weiß. Sieht ein bisschen aus wie so Kleber oder Leim. Und es trocknet komplett durchsichtig auf. An dieser dünnen Schicht, die ich aufgetragen habe, seht ihr, dass es komplett kristallklar ist. Bei der dickeren Schicht ist es noch ganz leicht milchig hier über dem Schmetterling. Das hat aber was mit der Trocknungszeit zu tun. Ich konnte es wieder mal nicht abwarten, das Video zu drehen und habe keine 24 Stunden gewartet. Und für solche dicken Schichten, die wirklich eine ganze Menge an Höhe haben, würde ich euch raten, noch länger wie 24 Stunden zu warten. Seid nicht ungeduldig, lasst es einfach trocknen. Es wird wirklich noch kristallklar. In diese Schicht habe ich einfach, wo ich sie gemacht hatte, mit dem Spachtel aufgetragen, diesen Holzschmetterling eingedrückt und den kriegt man komplett nicht mehr raus. Also der ist richtig bombenfest eingebettet und das macht das Ganze aus, was so interessant ist, was so kreativ ist. Ihr könnt alles in eure Bilder, in eure Dekoartikel einbringen. Das Schöne ist, man kann dieses Gel übermalen oder man kann es, wie ich es hier gemacht habe, gleich einfärben.
Und hier haben wir den Effekt, dass sich diese Kreidefarbe, die ja eigentlich matt ist, mit dem Gel gemischt habe und habe jetzt dieselbe Farbe mit einem super Glanz. Und hier bei den Pünktchen kann man sehen, dass das eine unheimliche Dicke hat. Also man ist wirklich in der Lage, einen richtigen Aufbau zu machen, ein richtiges 3D-Objekt zu gestalten. Ob ihr es nur für die Malerei nehmt oder eben im Mixed-Media-Bereich Sachen einbettet, ich finde es ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich möchte es euch noch mal ein bisschen näher zeigen. Das Gel ist sehr zähflüssig bei der Verarbeitung. Es benimmt sich wirklich wie Kleber, wie Leim. Rutscht hier ganz langsam runter und hat aber eine ganz lange Verarbeitungszeit. Also ihr könnt wirklich lange damit arbeiten, wenn ihr euch hier was drauf gebt und was einbetten wollt. Seid nicht zu sparsam, gerade bei solchen großen Steinen. Die wollen ja auch die brauchen einen gewissen Halt. Und ein Tipp noch von mir, wenn ihr sowas gestaltet, wie ich meinen Keilrahmen gemacht habe, dann habe ich das eingestreut, richtig satt, nicht sparen, nicht geizen, dass wirklich der ganze Kleber bedeckt ist und dann ganz leicht andrücken. Und jetzt hat man ja eigentlich den Bedarf, oder man möchte vielleicht jetzt schon was wegschütteln, was zu viel ist. Davon rate ich ab. Ich würde es jetzt einfach über Nacht so trocknen lassen. Und morgen, wenn alles fest ist, dann könnt ihr hergehen und könnt die überschüssigen Steinchen wegnehmen. Und hier ist, die gehen wirklich nicht ab. Also die sitzen wirklich fest. Und dadurch, dass der Kleber transparent auftrocknet, sieht es wirklich so aus, als wenn die einfach da drauf sind und von nichts gehalten werden. Ihr könnt, wie ich schon erwähnt hatte, sämtliche Farben einmischen. Alle wasserlöslichen Farben sind benutzbar. Zum Spachteln, zum Pinseln, zum Stupfen. Für mich ein sehr innovatives Produkt. Und vielleicht schreibt ihr ja mal unten drunter, wer schon mit den Gelen arbeitet. Ich würde mich ganz sehr freuen, auch mal zu sehen, was andere damit machen. Und bei mir wird es in nächster Zeit in meinen Bastelwerken viel zum Einsatz kommen. Ich danke euch fürs Zusehen. Liebe Grüße und bleibt schön kreativ. Eure Katja.